So, Freunde, weiter geht's. Hört ihr das im Hintergrund? Kommt bestimmt nochmal. Da wird gerade Holz gesägt und leider, Gott sei Dank, habe ich mich jetzt davor drücken können. Naja, leider, mir tut extrem der Haxen weh. Hilft nichts, aber dafür machen wir jetzt mit der alten Huddel hier weiter. Netzteil ausbauen, Grafikkarte raus und die Festplatte raus. Und mehr brauchen wir von dem eigentlich nicht mehr. Tja, dann würde ich mal sagen, legen wir los, werden wir groß. Im Anschluss jetzt spiele ich euch noch schnell zwei kleine Sequenzen ein, weil ich habe noch einen Benchmark und einen Cinebench durchlaufen lassen auf dieser Konfiguration. Ganz am Ende vom Video, wenn er dann im neuen Gehäuse alles läuft, machen wir das Ganze nochmal. Dann haben wir wenigstens ein bisschen einen Vergleich. Zwecks der Gaudi. Ich lege jetzt los. Tja, Freunde, Grafikpunkte ist klar. 3531. Da wird sich nicht viel ändern. CPU-Score 2144 und Gesamtzahl 3218. Wenn, dann wird sich was an der CPU-Score ändern. Grafik bleibt und ja, vorläufig wird eben auch, wie gesagt, die Grafikkarte bleiben. Irgendwann kommt da mit Sicherheit eine andere rein, aber für die Anwendung von meinem Schatz ist das vollkommen ausreichend. Die Grafik. Jetzt habe ich zusätzlich noch den Cinebench R23 installiert. 2220 Punkte im CPU Multicore und im Singlecore 501. Ja, nicht gerade überwältigend. Okay, dann Rechner runterfahren, zerreißen, weiter geht's. Und wenn ich ältere Hupe sage, meine ich das eigentlich auch so. Er wurde zwischenzeitlich nur mal geupdatet mit leiseren Lüftern und so. Ja. Mal ein Netzteil neu. Zwischenzeitlich habe ich ja dann nochmal das Mainboard noch gewechselt. Naja, Hauptsache die Kiste ist halt immer gelaufen. So. Oben flockt eine Festplatte drin. Da haben wir schon unser ehemaliges C-Laufwerk. Das hatte ich dann auch einmal eben noch neu gebaut. Da ist das Ding schon wieder ein bisschen schneller gelaufen. So. Oh mein Gott. Ich glaube, von dem Kabelsalat hier lasse ich alles drin. Außer halt die Stromkabel. Jetzt haben wir sie draußen. Eine GTX 79 war das, glaube ich. Die kommt auf alle Fälle wieder mit rein. Die habe ich schon während der Grafikkartenkrise mal aus eBay rausgezogen. Einfach, dass da eine bessere Grafikkarte drin ist. Reicht ja auch vollkommen aus, das Teil. So, jetzt sämtliche Stromanschlüsse noch weg. Und dann kann ich das Netzteil fertig rausnehmen. Da habe ich ja glücklicherweise mal ein RM57 von Corsair verbaut. Das können wir ja wieder hernehmen. Da mache ich jetzt den Deckel wieder zu. Bring den Haufen nach hinten. Nimm das Netzteil gleich mit, das blase ich noch einmal schnell durch. Und die Grafikkarte, also schön sauber machen. Und dann können wir hier mit dem neuen PC gleich weiterbauen. Ja, und dieses Case gefällt mir doch schon wesentlich besser. Dann werden wir diese Samsung, das ist die 860 Evo mit 500 GB. Die werden wir jetzt gleich hier hinten montieren, durch die vier Schraubenlöcher. Ich hoffe, dass ich die richtigen Schräubchen rausgesucht habe. Ja, und danach können wir schon das Netzteil neu machen.
So, Netzteil ist auch drin. Der erste Stecker ist schon drauf. Hier oben nicht vergessen, dass man beide Stecker anstecken muss bei AMD. Ich hoffe, man sieht sie jetzt, weil ansonsten laufen ja die Mainboards nicht. Naja, was halt bei diesem Gehäuse jetzt wieder so eine Sache ist, das ist halt das komplette Kabelmanagement. Boah, also ich denke, hier den Streifen wird es relativ wüst nachher aussehen. Nun gut, dann werde ich einfach mal weiter stecken. Hilft ja nichts. Wie doof sind die Leute eigentlich? Festplatte hier ja hinten dran. Jetzt wollte ich hier gerade einen Strom anstecken. Und ja, hier mit der Ausbuchtung würde das Kabel so reinkommen. Jetzt soll ich jetzt hier das Kabel komplett abknicken, dass ich den Stecker da drauf kriege. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ey, das ist ja wohl pervers, wie der wegsteht. Ne? Tja, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Weil ich will ja den Platz hier beibehalten, als so einen uralten Adapter zu nehmen. Und so ein mistiges Kabel auch noch mit Nei zu pfriemeln. Hör mir auf. Nein. Also. Nee. Also alles, was recht ist, aber wenn am Mainboard, sage ich, a Tower, ein Case, so gut wie keine Möglichkeiten fürs Kabelmanagement gibt, dann ist das extrem enttäuschend. Und genau so ist mir das jetzt bei dem Case gegangen. Ja, schade drum. Hätten wir wahrscheinlich mit Sicherheit schöner machen können, einfacher machen können, wenn da ein paar mehr Möglichkeiten gegeben wären. Meine Fresse, schwere Sprache heute. Den Commander habe ich jetzt mit doppelseitigem Klebeband bloß festgeklebt. Tja Leute, und jetzt probiere ich, ob ich den Deckel hinten drauf bekomme. Naja, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht probiert. Ich bin wahrscheinlich jetzt sogar noch mehr gespannt als ihr, ob es zugeht. Und freue mich auch wesentlich mehr, wenn es zugeht. Weil wenn es zugeht, bin ich hoffentlich hinten drin fertig. Ach du Scheiße. Doch. Ne, keine Chance. Da muss ich mal was anderes überlegen. Vielleicht, dass ich mir hier zwei so Schlaufen runterlege oder so. Ach, Scheiße. Und wo hängt es jetzt wieder? Augen auf beim Case-Kauf. Boah, Leute, ihr rastet jetzt gleich aus. Ich raste jetzt gleich aus. Mit etwas Liebe und sanfter Gewalt kriegt man es jetzt zu. Und es bleibt hoffentlich auch zu. Verdammte Axt. Also das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Von vorne, hier sieht man halt ein bisschen jetzt die Kabel. Nicht ganz so schön. Was soll's. Was jetzt noch fehlt, ist die Grafikkarte. Die kommt jetzt rein. Zwei Slotblenden müssen raus. Welche?
die zwei. Dann ist jetzt echt die Frage, ob ich da unten überhaupt noch den Lüfter neu bekomme. So. Du warst schon mal drin. Oh, da muss ich jetzt noch gucken, welche Kabel ich brauche. Und dann kann ich das fertig anstecken, verkabeln. Ja, und dann wären wir eigentlich soweit fertig. Haha. Den Yoshi hier, den Kartenleser, habe ich übrigens beschlossen, komplett wegzulassen. Dann kann ich hier nämlich den Deckel einfach wieder draufstecken und fertig. Thema erledigt. So, was brauche ich jetzt? Oh Mann, wie komme ich jetzt da unten noch rein? So, machen wir hier nochmal einen schönen Kabelbinder rum und fertig. Kabelbinder ziehe ich natürlich nicht zu fest an. Gerade so, dass sie das Zeug halten. So, Freunde. Fertig. Hoffe ich zumindest. So. Ich gehe jetzt das Risiko ein. Nein, ich bin nicht fertig, verdammt. Ich wollte auch noch gucken, ob ich noch einen Lüfter von unten reinbringe. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Genau das habe ich mir gedacht. Leute, den baue ich jetzt noch schnell da unten rein und stecken am Mainboard direkt an und fertig. Tja, Lüfter drin und angesteckt. Ich glaube, das ist bloß eine Frage der Zeit, bis ich hier dann doch noch ein ordentliches Case hole. Weil von dem Ding bin ich wirklich enttäuscht. Aber sowas von. €50 für so ein blödes Case ist ja auch kein Pappenstiel. Aber dass man so ein Mist für €50 kriegt, das hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Tada! Tja, Freunde, dann werde ich ihn mal anstecken, anwerfen, gucken, ob er läuft, gucken, was er macht, BIOS updaten etc. pp. Und dann sehen wir uns ja mit dem Ding wieder. Also er läuft einmal. Im BIOS habe ich gerade resettet, beziehungsweise kurz in die BIOS-Einstellungen. Und jetzt bereitet Windows eben auf das neue Update vor. Beziehungsweise auf die neue Update, neue Hardware. Und zack, sollte gleich da sein. Oh ja. 3752 Grafikscore, CPU-Score 10.100. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr, als was wir zuletzt gehabt haben. Boah, schön. Also im Single-Core hat er mit 1225 wesentlich mehr gebracht als der alte Prozessor mit 501 Punkten. Aber was mich stutzig macht, im Multicore hat er 1227 Punkte und da hat der andere 2220 gebracht. Also irgendwas stimmt hier noch nicht. Nee. Also da muss ich noch gucken. Das gefällt mir irgendwie noch gar nicht. Das kann nicht sein. Da passt irgendwas nicht. Komisch. Also das ist echt komisch. So Leute, ich raff's einfach nicht. Jetzt 1222 Punkte. Für den Ryzen 7 3700 und der Ryzen 7700
bringt 8000. Also sollte der jetzt eigentlich irgendwo hier dazwischen liegen. Irgendwas stimmt nicht und ich komme nicht drauf, Leute. Vielleicht hat ja von euch einer eine Idee. Ich weiß es nicht. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Warum hat der so eine schlechte Multicore-Leistung? Tja, das Video halt jetzt ein bisschen zusammengeschnitten. Also, wenn jemand eine Idee hat, an was das liegen könnte, dass der 3700X weniger Multicore-Punkte hat als der 1700X, der kann man bitte unten drunter kommentieren, weil ich finde es einfach nicht. Naja gut, jetzt noch mit dem Rest-Video weiter. Keine Ahnung, ob ich da noch was anderes aufgenommen habe, aber Leute, wir sehen uns. Also, von der Beleuchtung habe ich jetzt noch nicht viel umgestellt. Kann man noch machen, wenn man möchte. Ob ich es noch mache, weiß ich noch nicht. Der steht eh da hinten drin, im Schreibtisch. Aber er läuft, er rennt. Dann habe ich hier mittlerweile diese IQ, IT, wie heißt die Software? IQ, ja, ITUE, ich sag IQ Software drauf. Da kann man auch noch einiges einstellen hier mit. Lüfterkurven kann man noch einstellen, da werde ich mich noch abspielen, damit die Lüfter ein bisschen mehr laufen. Die ersten zwei sind die Frontlüfter, dann kommen glaube ich die beiden oberen und dann der hintere. So habe ich die aufgeteilt. Pumpenkopf, die Pumpe, Kühlmitteltemperatur und und. Also da lässt sich einiges machen. Neue Beleuchtung. Regenbogenfarben. Auf dem Motherboard. Okay. Gut. Hier drin habe ich nämlich jetzt auch mein Motherboard mit drin. Finde ich auch nicht schlecht. Ja. Also habe ich alles mit dieser IQ-Software gesteuert. Kann ich steuern. Bin ich soweit zufrieden? Das ist der Arbeitsspeicher. Schäge. Harte Beleuchtung, Kühlung, Warnungen, Geräteeinstellung. Also da muss ich mich auch noch sehr damit auseinandersetzen. Mit der Software. Naja. Tja, Freunde, damit haben wir jetzt wieder ein Hardware-Video fertiggebracht. Der PC von meinem Schatz ist soweit fertig. Ein bisschen abspielen muss ich mich noch. Warum da der Multicore so niedrig ist, das weiß ich noch nicht. Ich werde es aber rausfinden. Bloß wann ist die Frage, wenn ich halt dazu Zeit habe. Tja, und ansonsten bin ich recht zufrieden. Die Festplatte habe ich auch schon kopiert. Er startet jetzt von der großen Festplatte, von der M2. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, soweit, so gut. Rechner läuft, Video fertig. Wenn es gefallen hat, ein Däumchen nach oben und freundliches Kommentar und das ganze Übliche. Leute, wir sehen uns in der Hardware-Ecke das nächste Mal, wenn wieder irgendwas Hardware-mäßiges ist. Ansonsten Grillvideos oder Unterwegsvideos oder. Tja, ich. Jetzt fange ich schon zum Stottern an, nachts um 12:30. Ne, okay, das war's dann. Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.